Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Gnome zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, in der Aufnahme außerhalb des Streams. Willkommen zu Heavy Rain, starker Regen, harter Regen. Joa. Eins der Spiele aus der Reihe Detroit Become Human, Beyond Two Souls. Fahrenheit gibt es da auch noch, aber ich glaube, das werden wir nicht spielen. Wir spielen jetzt Heavy Rain, das dritte Spiel, das ich besitze aus dieser Reihe. Von denselben Entwicklern, wenn mich nicht alles täuscht, wie Beyond Two Souls und Detroit Become Human. Beides großartige Spiele. Von dem hier weiß tatsächlich nicht viel im Vorhinein. Beyond Two Souls und Detroit Become Human kannte ich ja schon im Vorhinein. Da habe ich leider schon das Place vorher geguckt, habe mich spoilern lassen. Hier bin ich jetzt mit euch gemeinsam komplett blind im Let's Play. Und werde das mit euch vielleicht gemeinsam erleben, wenn es ihr noch nicht kennt. Wenn ihr es schon kennt, dann werdet ihr es blind erleben und ihr werdet mir zuschauen, wie ich es blind erlebe. Jo, ich bin gespannt. Ich weiß noch so gut wie gar nichts. Ab und zu mal bei einem Streamer mal 5 Minuten reingeguckt, aber dann gelurkt, weil ich mich nicht spoilern hab lassen wollte. Also, ja, ich bin neu in dem Spiel. Lassen wir uns vielleicht gemeinsam überraschen. Ach doch, stimmt, eine Demo-Version habe ich davon mal gespielt, so ein halbes Stündchen. Davon gab es mal irgendwie jetzt Let's Test auf meinem Kanal, wenn mich nicht alles täuscht. Also ganz blind bin ich auch nicht, aber zumindest das meiste in dem Spiel kenne ich noch nicht. Deswegen lassen wir uns jetzt in eine neue Story starten. Rein ins Spiel. Schauen wir mal, was der starke Regen. Der harte Regen. Von Streaken hat. Auf geht's. Prolog. Okay, das wurde wohl schon irgendwie. Quantic Dream. Samstag, 11.22 Uhr. Um zu interagieren, führen Sie die angezeigte Bewegung mit der linken Maustaste aus. Nase hier. Versuchen Sie es langsam, um zu sehen, wie Sie die Animationsgeschwindigkeit kontrollieren. Ah ja. Okay, WASD. Verstehe. Können wir das Fenster aufmachen? Können wir uns nach oben gucken? Können wir rausgehen und uns vielleicht was anziehen? Indem Sie rechte Maus das Glück halten, können Sie jederzeit die Gedanken des Charakters anhören. Duschen. Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. Ach was. Ganz schön hell hier. So früh am Morgen.
Bin einkaufen. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Ja. Wir spielen also ihn hier. Zumindest am Anfang. Weiß nicht, ob wir noch Rollen tauschen werden. Andere Rollen spielen werden oder eine andere Haut schlüpfen können. Und dann spielen wir wer auch immer erst. Ja, wie es aussieht, eine wunderhübsche große Hütte. Wohnt nicht schlecht. Hat, wie es klingt, zumindest eine Familie. Also eine Frau und mindestens ein Kind. Oder hieß es nicht sogar Kinder? Also die Mehrzahl. Spiel ist das älteste von denen aus der Reihe. Detroit Become Human Life is Quatsch, nicht Life is Strange, sondern Life is Strange ist ein anderes. Aus der Kara Jodie Reihe. Kara Jodie Marcus Connor. Und so weiter. Das kam aber, glaube ich, als erstes von den dreien. Erstmal Zähne putzen. Ja. Die morgendliche Rasur. Dann geh mal duschen. Die Morgenroutine zu Ende bringen. Ja. Okay, dann zieh dir mal was über. Also kann man Kamerawinkel wechseln. Interessant. Die Eldachslang. So, ich würde mich noch im Flur ein bisschen umgucken. Die Blase leeren. Klo im extra Raum, okay.
Das ist in Amerika so. Extra Raum fürs Klo haben. Hier ist das Bad, da ist das Klo. Also, ich kenne das bisher immer nur so, dass das Klo auch im Bad drin hast. Das habe ich selten anders gesehen. Das ist mir neu, dass man das Bad, das Klo in einem anderen Raum hat. Ein bisschen jonglieren. Oder auch nicht. Ja, lassen wir's. Okay, na guten Dinge sind drei. Fantastisch. Nein, nicht nochmal. Okay, das muss dann wohl das Kinderzimmer sein. Da geht es per Treppe nach unten. Wir haben die Möglichkeit rauszugehen. Auf dem Balkon. Ein bisschen die Landschaft angucken. Der Pfeil stört da ein bisschen. Bei Kindern reinlegen. Hübsch schaut das. So, lass uns mal runtergehen. Gedanken, Arbeit, Garten. Tolles Wetter draußen. Ich könnte eine Auszeit im Garten einlegen. Ich werde mal die Audio ein bisschen... Vielleicht so. Es dauert noch ein bisschen, bis Grace und die Kinder kommen. Ich könnte noch arbeiten. Ach, ich finde die Stimme ein bisschen zu laut. Versuchen wir es mal so. Ich habe Durst. Es müsste Orangensaft im Kühlschrank sein. Ja, okay, geht. Ich hoffe, Grace hat ein Geschenk für Jason bekommen. Aha, Jason ist Geburtstag. Ich bräuchte dringend einen Kaffee. Wie wäre es mit Musik? Puh, hier erstickt man ja. Ich schnapp im Garten mal frische Luft. Es ist fast Mittag. Grace und die Kinder müssen jeden Moment zurückkommen. Vielleicht läuft was im Fernsehen. Ich könnte mich auf dem Sofa entspannen, wahrscheinlich nicht. Bis Grace und die Kinder zurückkommen. Erstmal Kaffee machen. Und wo ist Kaffee? Ah, hier. Dämmung, Kaffee, das muss sein.
Im Kühlschrank die Geburtstagstorte. Bisschen Orangensaft. Zum Kaffee. Was gibt durch? Das gibt den Schuss. Ein Kaffee und einen Orangensaft dazu. Das sieht ja wundervoll aus. Auch für die Kinder hier die Geburtstagsdekoration. Denkt jetzt gar nicht übel. Da stehen die Geschenke, Partyhüte. Da das ein Krimispiel ist, würde es mich nicht wundern, wenn dem gleich was passiert. Sam ist unser Protagonist. Passiert vielleicht seiner Familie was. Man will es nicht hoffen. Aber ich gehe mal ordentlich davon aus, dass die Idylle hier ziemlich bald ruiniert wird. Das kann nicht so schön bleiben. Okay, Arbeitszimmer. Was also hier sehe ich Blaupausen für Gebäude dran. Scheint architekturisch Architekt zu sein. Na, ah. Wird gerade in den Garten gehen. Da kommt jetzt einmal die. Hey, nicht so wild! Ihr werft mich ja um. Ah, heute ist der große Tag, hä? Bin ich jetzt erwachsen? 10 Jahre ist noch nicht ganz erwachsen, aber das wird. Darf ich jetzt Auto fahren? Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Ethan, kannst du mir helfen? Und gleich mal den Kopf abnehmen. Heat Shop, okay. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte sie im Supermarkt kaum bändigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Ja. Gerade ist aufgestanden. Nicht wirklich. Ich habe es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Hoffentlich habe ich noch eine Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Ich latsche mal rüber zur Arbeit. Pläne zeichnen. Aha. Was wird das? Kunst? Sehr gute Freihandlinien. Fantastisch.
Jetzt widmen wir uns vielleicht ein bisschen unserer Frau und unseren Kindern. Ein bisschen Musik anmachen. Ich habe noch tausend Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Sie wird mit jedem Tag schöner. Wohnzimmerschrank. Kein Problem, ich mach das schon. Was, Wohnzimmerschrank? Ja. Der Mann hat mir nicht zugehört. Die Teller sollten im Wohnzimmerschrank sein. Aha, die Teller. Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Das ist das Set von meiner Mutter. Pass auf, okay? Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Der vierte Teller. Ich glaube, ich gehe raus und spiele mit den Kindern. Nicht gerade meine beste Zeichnung. Vielleicht sollte ich es nochmal versuchen. Ach, das muss reichen. Ethan? Ich habe das heute noch nicht gesagt, Mrs. Mars. Ich finde sie sehr attraktiv. Sie sind auch nicht schlecht, Mr. Mars. Ich weiß, was du willst, Ethan. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Schade. Ich muss mich um diese Party kümmern. Wir setzen die Unterhaltung später fort. Hast du schon das Geschenk für Jason? Ja, ich habe es heute Morgen im Laden gekauft. Oh, wir hatten Glück, es gab nur noch das eine. Jason ist glücklich. Um zu glauben, dass er heute 10 wird. Mir kommt es so vor, als hätten wir erst gestern in der Schule geflirtet. Wir werden alt, Ethan. Wann kommen Jasons Freunde? So um 2. Gott, ich hoffe, ich behalte sie unter Kontrolle. Nicht wie letztes Jahr. Kann ich dir vielleicht helfen? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Okay. Zeit für die Familie und für die Liebe. Das ist das Allerwichtigste. Die Arbeit. Ja, ist auch wichtig, aber... Familie und Liebe und Beziehungen immer zuerst. Das war's. Dann legen wir los. Hey, 5 Minuten, okay? Wer es andersrum essen, macht, ist ein Narr. Okay, versprochen, Mama. Na, hier ist der Erste. Ich zuerst! Nein, ich zuerst! Langsam, Jungs. Ihr kommt beide dran. Drehen Sie den Kopf von Karte AD, okay. Ich zuerst! Nein, ich zuerst! Einer nach dem anderen. Okay, Sean, mach dich bereit. Es geht los. Und die Blutung herum. Oh, scheiße. Und die Bellen auf dem Boden. Hier kommt das Flugzeug. Oh nein. Flugzeug gecrashed. Wir stecken.
Ist ja peinlich. Man kann wirklich nicht mehr nach rechts und links laufen. Das ist ja... Uff. Ich bin jetzt dran. Okay, ja, Jason, natürlich. Wir machen den Helikopter. Spaß mit den Kindern. Auch mit den Kindern spielen muss man dann. Die Arbeit kann warten. Los, Dad, zeig uns, ja, wie stark die machen wir auch noch. Okay, festhalten. Jetzt sind die Kinder dran. So schwer sind sie wohl nicht. Mit 10. Okay, mit 10. Ja, es sind nicht mehr 2. Oha. Kampf. Jetzt bist du erledigt. Du wirst für alle deine Untaten büßen, Schurke. Gib auf, Schwächling. Du schaffst das. Gib auf. Ich bin der Sieger. Ich meine, wir müssen ihnen natürlich ein würdiger Gegner sein. Die gewinnen zu lassen ist auch, ja, kann man machen, aber. Sean, es gibt Essen. Ich geh ihn holen. Sean, wo ist er hin? Schauen wir es nicht hier. Ist nach oben gegangen. Ethan, bitte hol jetzt Sean. Das Essen ist. Ja, ich guck ja. Ist Sean hier? Im Zimmer oder? Ah, hier, hier. Sean? Da ist er. Was ist? Das ist Merlin. Er ist tot. Er ist tot und das ist alles meine Schuld. Aber nein, Sean, es ist nicht deine Schuld. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Weißt du, Sean, manchmal müssen Dinge halt leider einfach passieren. Auch nicht möchte. Das ist unfair, Dad. So unfair. Ich weiß. Ich weiß.